Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Liebe Grüße von der Mannschaft 1. Ich bin zurück an Bord und heute geht es zu meinem ersten Ausflug. Wir sind heute auf La Gomera und ich habe heute eine Vulkanwanderung. Ich werde euch mitnehmen. Jetzt so vor der Vulkanwanderung, was sind meine ersten Worte? Ich hoffe auf jeden Fall, es ist nicht so kalt. Wir haben heute den 5. April und mal schauen. Also das letzte Mal, als ich da oben war, habe ich verdammt doll gefroren. Heute bin ich auf jeden Fall dicker angezogen und besser vorbereitet. Und es kann auch gleich losgehen. Jawohl, bis gleich. So, ich zeige euch mal, was ich zu so einem Ausflug alles mitnehme. Was für mich so die Essentials sind. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich zeige es euch einfach mal. Also, ich habe natürlich erstmal meinen Rucksack. Da habe ich natürlich schon drin meine Kamera. Dann brauche ich immer die Cappy. Eigentlich, wenn ich zum Beispiel, normalerweise haben wir auch individuell draußen stehen und fotografieren, dann müssen wir die Gäste erkennen, beziehungsweise sollten die Gäste uns erkennen. Deswegen versuche ich halt immer so viel zu tragen, wo mein Schiff drauf steht, dass die Leute, die Fotos haben möchten, mich auf jeden Fall auch erkennen. Genau, deswegen dieses Mein Schiff Zeugs. Und die Kappe außerdem auch, weil ich verdammt viel Angst vor der Sonne hier habe. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich einen Sonnenstich hatte. Und deswegen trage ich, sobald die Sonne rauskommt, auch immer eine Kappe, damit das nicht mehr passiert. Heute habe ich einen etwas längeren Ausflug, deswegen habe ich einen kleinen Snack für zwischendurch. Ist nicht viel, aber muss reichen. Dann habe ich hier mein kleines Täschchen. Hier ist immer ein Ersatzakku für meine Kamera drin und Ersatzbatterien für den Blitz. Und dann natürlich noch ganz wichtig, etwas zu trinken. Das fülle ich gleich noch auf. Dann werde ich mir noch einen Regenponcho holen, weil wie gesagt, wir sind auf La Gomera. Das ist eine sehr feuchte Insel, deswegen auch sehr, sehr grün. Aber ich hoffe natürlich, dass es heute nicht regnet und ich den Poncho nicht brauchen werde. Und eine FFP2-Maske muss ich auch noch holen. Ja, es kann losgehen. So, wir sind jetzt schon unterwegs. Die Gruppe wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei der ersten war ich schon, jetzt warte ich gerade auf die zweite Gruppe, die müsste gleich kommen. Ich höre sie schon. Und die Landschaft ist einfach unglaublich schön. Die Vegetation ist krass, also überall stehen die verschiedensten Blumen, Blüten und. Das ist mega heftig toll. Ich glaube, ich habe echt noch nie so viele Blüten und Blumen auf einem Haufen gesehen, wie hier heute gerade auf La Gomera. Das ist auch ein riesengroßes Ding. Man muss aufpassen, wo man hintritt. Überall sind Stufen und Steine. Das ist schon echt steil teilweise. Wahnsinn, die Aussicht.
ist halt so, dass es nicht nur blüht an allen Ecken, es ist auch wirklich dieser Geruch der Blüten. Es riecht überall mega gut, süß nach Blüten, Blumen, weil das liegt halt daran, dass es hier auf La Gomera in diesem Winter extrem viel geregnet hat. Kann ich bezeugen. Kann ich bezeugen. Und ja, deswegen ist es hier so grün. Wir sind jetzt in einem Lorbeerwald angekommen und so sieht's hier aus. So sieht hier übrigens der Löwenzahn aus, mal zum Vergleich meine Hand. Und der kann allerdings auch noch deutlich größer werden mit einem richtigen Stamm. Genauso wie ich kenne auch Weihnachtssterne hier auf Gran Canaria. La Gomera. Sorry. Und die werden dann locker auch mal 2,5 bis 3 Meter hoch. Also das ist definitiv schon ein besseres Beispiel für den Löwenzahn. So groß bitte hier. Also der ist locker 2 Meter hoch. Ist deutlich größer als zu Hause. So, ich habe euch jetzt so ein bisschen bei meinem heutigen Ausflug mitgenommen. Falls ihr weitere sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran für weitere Mindshift-Vlogs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!